So, moin moin und willkommen zur nächsten Folge von Nitro Speed Rivals. Heute wieder als Racer unterwegs, hier mit diesem formschönen BMW. Wir werden auch einfach mal direkt die Garage verlassen. Ich habe da schon ein bisschen was an Tuning auch reingesteckt. Der ist schon ganz nett. Jetzt haben wir nur 1800 Punkte, aber ich habe alle Punkte eigentlich da reingestopft, was alles so geht. War nicht mit so viel, extrem viel übrig, weil irgendwann war einfach mein Geld leer. Und dann konnte ich mir nur noch das Auto leisten. Aber egal. So, wo könnten wir jetzt am besten mal starten? Wir müssen vielleicht gucken, was wir machen. Silber bei einem Rennen. Okay, suchen wir uns vielleicht einfach mal irgendein Rennen raus. Ein Hot Pursuit. Wo sind denn die ganzen Rennen? Das sind irgendwie... Kann es sein, dass er mir nämlich noch... Ja, er zeigt mir noch die ganzen Cop-Missionen hier an, jetzt auf der Karte. Oh, du bist ja schlau. Warte mal. Vielleicht kann ich mit dem Trigger auf Rennen gehen. Da ist ein Rennen. Okay. So ein Spieler gleich in der Nähe. Keine Ahnung, ob der da vielleicht am Rennen teilnehmen will. Aber werden wir dann sehen. In der letzten Folge hat es ein bisschen gelaggt. Da habe ich Polizei gespielt, also Cop. War ein bisschen nervig, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass das jetzt als Racer nicht so störend ist. Ansonsten werde ich mal versuchen, wie gesagt, auf einen anderen Server zu gehen. Oder zumindest den Server neu zu starten hier. Also das Spiel neu zu starten, dass ich dann einen besseren Server erwische, der nicht so laggt. Bis jetzt hatte ich ja noch keine Lag-Probleme. Bis jetzt hatte ich aber auch noch nicht so große Berührungen mit anderen Spielern. Was ich ein bisschen schade finde, weil davon lebt das Spiel ja gerade so, sag ich mal. So, das ist unser erstes Rennen. Wollen wir es gleich mal akzeptieren. Rase bis zur Ziellinie. Und da kommen unsere Gegner. Let's go. Ich weiß gar nicht, was ich für ein Special da eingebaut habe. 3 Schwee. Werden wir während der Fahrt gleich mal ausprobieren. Oh, der geht viel besser in die Kurven. Der geht deutlich besser in die Kurven. Und er sieht einfach sexy aus, meiner Meinung nach. Die Autos werden ja auch mit Mal zu Mal besser. Und das ist jetzt nicht mehr das Startauto. Wo komme ich an den vorbeizustehen? Okay, das war die Schockwelle. Ah, okay. Okay, jetzt gehe ich jetzt innen vorbei. NP. Ich glaube, er nimmt da klar nicht die Abkürzung. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Abkürzung war. Ey, komm, lass mich. Oh, und jetzt steigt die Polizei natürlich noch mit ein. Komm, lass mich in Ruhe. Ah, jetzt geht der dumme Porsche da wieder vorbei. Ja, müssen wir mal ein bisschen Speed aus der Kurve rauskommen. Mit dem Typen noch wieder auf die Pelle rücken können. Weil der ist ein bisschen langsam unterwegs jetzt. Wow! Wow, habt ihr das gesehen? Der kam dem voll entgegen, der hat den voll mitgenommen. Lol, aber der Typ hat da eine Abkürzung genommen, ist jetzt erster. Oh, dreht aber auf einmal um. Was geht? Ziel! Go, go, push, push, push! Boah. Okay, und jetzt haben wir noch die Polizei hinter uns. Und irgendein Spieler gerade gesehen, oder was? Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Okay, entkommen. Safe. Puh. Okay, als Aufgabe habe ich noch, 5-mal Leute zu treffen. Okay, ich glaube, ich habe gar nicht 5 Aufladungen. Aber okay. Wollen wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwas auf der Straße sonst finden. Weil ich muss die Leute treffen damit. Dieser Schockmoment. Was mich mehr interessieren würde, lädt sich das wieder auf, wenn ich irgendwie in eine Werkstatt fahre? GPS Werkstatt. Und dann brauche ich auch gleich nicht einfach reinzufahren. Und dann kann gleich durch das Werkstatt einfach wieder diese Aufladung neu aufladen. Das wäre eigentlich deutlich einfacher. Ein Zeitrennen. Ah, aber das ist ein Werkstatt. So. Und ja, das lädt es auch wieder auf. Sehr gut. Dann suchen wir uns einfach nochmal ein Event. Irgendein Rennen. Wow, wer heizt mir denn hinten rein? Habe ich den mit der Schockwelle getroffen?
Okay. Jetzt ist ein Spieler hinter mir. Verfolgung. Und wir versuchen ihm irgendwie... Oh, oh, der hat mich geschockt. Shit. So, starten wir nochmal ein Kopf-an-Kopf-Rennen mitten in der Kopfverfolgung. Ja, schubst mich ein bisschen an. Finde ich ganz nass. Oh, oh, oh. Shit, 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 shit. Der grillt mich. Oh, fuck. Boah, hat der mich aber schnell erwischt. Das ging fix bei dem, finde ich. Ich habe mein Leben aber auch gar nicht gesehen. Mist. Aber diesmal hat es nicht geleckt. Hooray! Aber genau so soll das doch ablaufen. Du wirst verfolgt, startest noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Alles war cool. Gut, schade, dass wir erwischt wurden. Aber so läuft das. Die ganzen Punkte sind weg. Schade. So, Drift Racer mit Verfolgungstechnologie. Oh ja, ich habe gar keine Punkte. Oh, so sad. Warte, hier haben wir nochmal ein Rennen, wo wir dann starten können. Mich richtig auseinandergenommen mit diesen Schocks, glaube ich. Der hat zwei so eine scheiß Schocks. Was muss man da machen? Einfach mal bremsen und ich weiß nicht, ich hätte ja eigentlich am liebsten einfach gebremst und in die andere Richtung geheizt, aber ich habe halt auch noch ein Rennen. Dann muss ich ja diesen Weg unmöglich schnell fahren. Ha. Komm, Rennen, go. Dann muss ich die Leute mit meiner dummen Schockwelle treffen. Schon wieder nur so Porsche-Gegner, ey. Na komm. Oh. Ja, prima mit der Schockwelle getroffen. Oh! Na, ich wollte sie verfolgen, ey. Das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Mir geht es jetzt auch gar nicht so darum, jetzt das Rennen zu gewinnen. Ich will sie eigentlich nur möglichst oft mit der Schockwelle hitten. Okay, aber ich habe, glaube ich, nicht getroffen. Nur eine habe ich noch. Aber die lädt gerade auf. Okay. Lass mich durch! Oh, Schockwelle ist wieder bereit. Und go. Getroffen. Okay. Jetzt brauche ich eine Werkstatt. Ich glaube, da vorne kommt gleich einer auf dem Weg. Oder? Ist das eine Werkstatt? Ja, 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 ich muss da durch. LOL! Ich muss da durch, nicht dagegen. Fuck it! Doch, ich habe wieder drei Schockwellen. Nice. Bam. Hier schon das Ziel, oder? Ja, egal. Wie gesagt, ich will die Leute hier schocken. Oh. So, Kopf-an-Kopf-Rennen nochmal gestartet. Und den Typen nochmal mit der Schockwelle getroffen. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch entkommen. Okay, und das Rennen vielleicht noch gewinnen. Das wäre nett. Nein, 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 nein. Der will mich schon wieder erfassen. Fuck, 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 fuck. Der grillt schon wieder. Oh, fuck. Oh, das ist schon wieder dieser Typ. Weißt du was? Ich dreh einfach. Scheiß auf das Rennen. Ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen schneller als ich. Nein! Aber wie der mir entgegengeheizt ist! Oh ja, Fahrzeugschaden kritisch. Glaube ich dir gern. Oh, oh, oh. Aber wo ist dieser andere Kopf? Event verlassen. Scheiß auf das Event. Ich will hier weg. Oh, der Typ ist, glaube ich, noch hinter mir. Fuck.
Fuck, 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 fuck. Was? Was für ein Event? Ich will nur eine Werkstatt. Oh, da ist schon wieder dieser Typ hinter mir, ey. Ich mag den nicht. Ja, 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 EMP, EMP, EMP. Leck mich, leck mich, leck mich. Fuck! Mach mich weg hier! GPS, nächstes Versteck. Okay, das ist natürlich genau hinter mir, ey. Oh, fuck it! Da ist ein Versteck, da ist ein Versteck, da ist ein Versteck. Will ich das jetzt einfach betreten? Ja. Alter! Das ist einfach nur Nervenkitzel pur. Scheiße, Jonathan. Aber diesmal habe ich es geschafft. Man muss einfach schnell zu einem Versteck und die Werkstatt abklappern, dann kommt man da, glaube ich, ganz durch. Aber das ist ein. Das ist krass. Keine Ahnung, macht Spaß. Es hat seine Macken, es hat seine Lags, aber keine Ahnung. Boah. Das ist auch gleich deutlich schwerer, wenn natürlich andere Spieler mit dabei sind, als gegen diese Pimmel-NPCs. Ford Mustang. Kann ich dem widerstehen? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, ich habe nicht die Punkte für den. Ich glaube, ich muss da noch ein, zwei Rennen fahren, um mir die Punkte für den Ford zu holen. Einen Schritt weiter. Ich sammle drei Racer von Ra'a Slamme. Ich sammle. Ich lese immer Sammel, wenn das Slamme steht. Keine Ahnung. Gewinne ein Kopf-an-Kopf-Event. Okay, das sollte er vielleicht irgendwie schaffen. Und Silber bei irgendeinem Event. Okay, okay, okay. Folgungstechnologie. Nee, ich habe jetzt echt wenig Geld. Wenn man jetzt nämlich den kaufen will, 42.000. Okay, dann muss ich vielleicht einmal erstmal raus. Und wir brauchen ein Kopf-an-Kopf-Event, das starten wir einfach irgendwo. Und irgendein Event. Hier ist natürlich gerade Party ohne Ende. Was sind das, Polizisten oder was sind das? Ich starte einfach mal hier das Event. Und dann mache ich das Rennen. Wenn ich das Rennen nämlich gewinnen kann gegen die NPCs, dann kann ich währenddessen, glaube ich, schon die Gegner slammen. Und das Kopf-an-Kopf-Event muss ich dann, glaube ich, auf der offenen Weltkarte machen. So. Das Ding ist echt Nervenkitzel pur. Haben sie echt gut gemacht. So stelle ich mir auch ein Underground vor, ey. Underground 3? Mehr Tuning, aber irgendwie so mit den Cops und so, das Verfolgungsjagdsystem ist schon richtig geil, irgendwie. Okay, los geht's. Schon wieder stockdunkel, ey. Okay, wir müssen sie seitlich slammen. Oh, falsche Taste. Geh weg. Hier ist natürlich auch gleich Polizei. Boah, sind die weit vorne da. Oh, 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 da ging's rechts. Shit, 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 got serious. Ich hoffe, ich kann hier auch lang fahren, ansonsten bin ich ziemlich im Arsch. Scheiße! Oh, da ist die Bahnstraße zu Ende! Oh, hoffentlich setzt er mich irgendwo. Ja, okay, kannst du verlassen. Fuck. Oh. So. Wo haben wir denn hier noch was? Oh, da könnte ich einen Kopf-an-Kopf-Rennen starten. Komm mal her da vorne. Falsche Taste, ey. Ich hab die ganze Zeit irgendwie Ego-Perspektive gedrückt, anstatt das Rennen zu starten. Ich hau.
Warte, warte, warte. Machen wir damit gegen den Kopf von Kopf rennen. Akzeptieren. Und okay, ist natürlich gleich in die andere Richtung. Perfekter Start. Na, gib Stoff. Richtig perfekter Start. Das kriege ich schon hin. Ist nicht weit weg. Sollte nur aufpassen, dass ich immer richtig abbiege, ansonsten sind wir ziemlich schnell im Arsch. Oh nein, 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 nein! Oh Gott. Jetzt habe ich wieder diesen scheiß Bullen hinter mir, kann das sein? Oh fuck, ey. Jetzt muss das Rennen gewinnen und dann ganz schnell ein Versteck finden. Ich sehe kaum was, es ist so stockefinster. Gib Stoff, gib Stoff, gib Stoff. Und das Kopf-an-Kopf-Rennen sollte nicht das Problem sein. Wie lange geht das noch? Boah, das geht auf 5 Kilometer! What? Okay, mit dem Bullen am Arsch könnte das ein bisschen zu einem Problem führen. Jetzt kommt wieder der Scheiß. Ja, und dann schockt er mich trotzdem. Oh, jetzt bin ich nur noch Zweiter. Mach doch mal was gegen den da vorne, nicht gegen mich. Was habe ich dir getan? Jetzt kommt der Shit wieder. Weißt du, ich kann halt bremsen und ihn von diesem Ablocken anhindern, aber ich weiß nicht, wie ich das Rennen gewinnen soll, wenn ich jedes Mal abbremsen muss und den Typen da jetzt noch vor mir habe, ey. Mit Stoff, ey. Ich glaube, das gewinne ich nicht mehr. Wenn der Typ da nicht irgendwie Scheiße baut vorne. Oh, er hat Scheiße gebaut. Ich habe nichts gesagt. GPS, nächstes Versteck. Das ist hinter mir. Perfekt. Hier angeblich das. Oh nein, das ist geradeaus gewesen. Okay, gleich links. Hier links? Ja, hier links. Go, 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 go. 4,2 Kilometer bis zu dem Versteck. Ey, das kann noch dauern. Scheiße. Auto reparieren, unbedingt. So, gleich links hier. Ja, lass ihn in Ruhe. Oh, oh, oh. Scheiße, der schockt mich trotzdem. Der Trick hat nicht nochmal funktioniert. Wie viele von diesem Schocks hat er eigentlich? Oh. Ich merk's. Oh, jetzt leckt er da vorne mal ein bisschen.
Nee, nee, kein Kopf-an-Kopf-Rennen gerade. 0,6 Kilometer. Fuck, 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 fuck. Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist nämlich schon wieder ohne Punkte daraus, oder? Ich brauche irgendwie was das dagegen. Ich glaube, es gibt so ein Dingsbums, was du einbauen kannst, wodurch du dich dagegen schützen kannst, wenn der dich einloggt. Aber ohne Punkte, warte mal. Der ESF lässt die Fahrzeugkarosserie mit einem Magiefeld Betäubungsminen. Das gegen Betäubungsminen und EMP-Erfassung schützt. Zudem erzeugt es bei jedem Ork, das mit dem Berührung kommt. Okay, ich glaube, ich rauche das. Ohne das fährt sich's einfach nicht gescheit. Ja, ich denke, wir beenden mal die Aufnahme für diese Folge. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Racer-Folge. Ich werde noch ein bisschen racen. Ich will nämlich auf jeden Fall noch den, Dings zusammen haben. Für den Dingsens-Bumsens Ford Mustang GT. Puh, es ist wirklich krasser Scheiß. Was haben wir jetzt eigentlich geschafft? Slamme 3 Racer. Okay, das Kopf-an-Kopf-Rennen haben wir immerhin gewonnen. Und das Silber bei einem Event müssen wir noch schaffen. Okay, versuchen wir in der nächsten Aufnahme. Wenn wir diesmal vielleicht nicht schon wieder die ganze Zeit der Polizist verfolgt. Ja. Bis zur nächsten Aufgabe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.